meine Damen und Herren, Samstag. Samstag hat es den ganzen Tag geregnet. Aber es gibt harte Hunde, die trotzdem ihre volle Leistung bringen. Und zwar die Teilnehmer der Europameisterschaft der Hütehunde. Petra Werns über den feuchten Weg bis zum Titel. Ein sturer Bock. Er versaut Border Collie Bob aus Dänemark die Chance auf den EM-Titel. Eckhard Sievers aus Schleswig-Holstein ist der nächste Starter. So etwas kann ihm und Lynn nicht passieren, ist er sich sicher. Die Schafe testen den Hund auch. Die wissen genau, ob das ein, in Anführungsstrichen, Weichei ist oder ob das einer ist, der sagt, da geht's lang und es gibt keine Fragen. Und das ist halt Lynn. Sie ist wirklich ganz klar im Kopf, hat ein ganz sauberes Wesen. Der nächste Starter ist Eckhard Sievers mit Lynn. Und Hütehunde EM in Wittbeck nahe Husum. Lynn ist einer von 88 Border Collies. Ihre Aufgabe, Schafe durch einen Parcours zu treiben. Lynn ist hochkonzentriert. Die Pfiffe sind Anweisungen von Herrchen. Light down. Der dirigiert Lynn wie ferngesteuert über das 4 Fußballfelder große Wettkampfareal. Ja, ich muss eben noch mal ein bisschen mit einem Auge gucken, dann nimmt es, ja? Teamkapitän Anne Krüger fiebert mit. Es gibt ein Problem. Es scheint durch den Regen und dieses Laufgeräusch der Schafe so ein Krach vor den Ohren des Hundes zu sein, dass die Geräusche, die Signale nicht so ankommen. Das sieht man ja auch bei den anderen Hundeführern. Die haben alle genau dieselben Probleme, nicht? Das war hardcore. Das war hardcore. Oh. Ja, ist gut. So, ist gut. Ne, hast du gut gemacht. Lob für Lynn. Das hör ich ja nie im Stich. Die einzige Belohnung. Wir arbeiten ohne Leckerchen. Die Hunde tun das für uns und nicht für Leckerchen. Also für ein Leckerchen wird ein Hund das nicht machen. 4 Stunden später startet Teamkapitän Anne Krüger mit Hündin Spax. Die Schäferin aus Melle in Niedersachsen ist 5-fache deutsche Meisterin und Europavize. Über Kilometer Entfernung kann ich den Hund genau dirigieren und sagen, weiter nach rechts, stopp, die Gruppe nimmst du jetzt gerade auf, bring sie bitte darüber, gerade, gerade, stopp, weiter rechts, stopp, wieder links, gerade, gerade, gerade. Das sind die Informationen, die ich über die Pfeife gebe. So schnell, diszipliniert und intelligent ist keine andere Hunderasse. Und jetzt pfeift Frauchen, halt mir bloß die Schafe an. Und tatsächlich? Ein toller Lauf. Ob er fürs Finale reicht? Das Gelände ist schwerer, als ich dachte. Weil der in der Fläche, ich bin noch total außer Atem. Hündin Spax muss auch hecheln. Wir sind froh über das, was wir geleistet haben. Es ist einfach schwer. Der nächste Tag. Die 15 Besten haben sich fürs Finale qualifiziert. Anne Krüger ist dabei, die einzige Deutsche. Teamkollege Sievers drückt ihr die Daumen. Sie arbeitet sehr genau auf den Punkt. Also die Autoritätsfrage ist immer geklärt bei ihr. Und die Konsequenz ist auch geregelt zu 100%. Und sie hat eine besondere Gabe, Tiere zu lesen. Und zur Unterstützung den Anne Krüger Fanclub. Die Anforderungen im Finale sind hoch. Selbst für die Hütehunde-Elite Europas. In einer halben Stunde 2 Herden durch den Parcours treiben. Sie ist sehr autoritär, was das angeht. Da haben Frauen ja manchmal, sag ich mal, Probleme. Das hat Anne überhaupt nicht. Mit der Autorität nicht, aber mit einem Schaf. Schon seit 10 Minuten. Das Tier will partout nicht in die andere Herde. Endlich gibt es nach. Doch Anne Krüger und Spax haben die Zeit überzogen. Der Lauf wird abgebrochen. Wegen einem sturen Schaf landet Anne Krüger auf Platz 6. Ich erstmal meinen Mann an, damit er aufhört zu zittern. Ihr Mann ist nämlich zu Hause geblieben. Einer muss ja die 600 Schafe hüten. Hi, ich bin fertig. Ja, Spax war großartig. Ja, und beim Pferch war leider die Zeit um. Sie standen vorm Pferch und dann war die Zeit um. Ja, total schade. Ich hätte die da auch noch reingekriegt. Der neue Europameister kommt aus Schweden. Border Collie Boss und sein Herrchen hatten mehr Glück mit den bockigen Schafen. Ja, und guck mal, pünktlich zur Siegerehrung schien dann auch die Sonne. Dann war alles schön. Border Collies sind tolle Hunde. Super, hochintelligent. Haben Sie selber auch einen Hund zu Hause? Oder? Nein, leider nicht. Na, vielleicht. Zum Entsetzen meiner Tochter. Ja, Töchter hätten gerne Hunde, das stimmt. Ja.
In Argentinien sind Sie geboren, aufgewachsen, in der Schweiz und in England, viel in Amerika und in Frankreich gewesen. Warum